Dienstag vor einer Woche entschied sich ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, den Frankreich-Legionär Mohamed Cham zum ersten Mal für das österreichische A-Nationalteam zu berufen. Wer ist Mohamed Cham? Wo hat er früher gespielt? Und was macht ihn eventuell in der Zukunft zur Offensivwaffe für das österreichische Nationalteam? Diese Fragen beantworte ich euch jetzt in der Folge. Deswegen heißt es, dranbleiben. Servus und habe der zur Folge 32 hier auf unserem Kanal Fußballgeschichten Österreich. Der Kanal, der euch die besten, aber auch die lustigsten Geschichten aus dem österreichischen Fußball näher bringt. Heute geht es um eine neue und interessante Fußballpersönlichkeit, die den Namen Mohamed Cham trägt. Keiner hat erwartet, dass er im Kader für den kommenden Lehrgang der A-Nationalmannschaft steht. Nun tut er es und deswegen wollen wir euch in dieser Folge etwas über ihn erzählen. Los geht's! Am 26. September 2000 erblickte ein Junge namens Mohamed Cham das Licht der Welt in Linz. Auch wenn er in Linz geboren wurde und wo es auch sprichwörtlich Linz beginnt, sein Leben begann, verbrachte er den Großteil seiner ersten 8 Lebensjahre in Wien. Dort schnürte er auch zum ersten Mal die Fußballschuhe beim Verein SC Red Star Penzing. Zwischen dem Alter von 6 und 8 Jahren spielte er im Westen Wiens für den Verein, allerdings entschied sich seine Mutter, die ursprünglich aus Gambia kommt, mit der Familie und natürlich auch mit Mohamed nach Deutschland zu ziehen. Zwischen dem 8. und dem 19. Lebensjahr spielte dann Mohamed dann unter anderem für die Jugend von Hannover 96 und VfL Wolfsburg, bevor es im Jahr 2019 wieder zurück in seinen Geburtsland ging, wo er zum ersten Mal bei Admira Wacker Mödling Profiluft schnuppern durfte. Im Sommer 2019 begann die Profikarriere von Mohamed Cham bei Admira Wacker Mödling. Auch wenn er in einem Jahr 20 Profispiele absolvieren durfte, wurde man mit ihm nicht glücklich, weder er noch der Verein. Somit entschied man sich, ihn an den französischen Verein Clermont-Foot abzugeben. Die Verantwortlichen dort verliehen ihn allerdings weiter an ihren Kooperationsverein in Dänemark, der Vendsyssel FF heißt. Dieser Verein spielt in der zweiten dänischen Liga und deswegen war Mohamed am Anfang ein wenig traurig, denn er dachte, dass es ein Rückschritt ist, in der dänischen zweiten Liga zu spielen. Allerdings war dieser Wechsel goldrichtig, denn in der Zeit in Dänemark begann er sich weiterzuentwickeln und immer besser zu werden und seitdem schaffte er es stetig, immer mehr von seinem Potenzial auszuschöpfen. Nachdem er ein Jahr im Norden Europas verbracht hatte, entschied sich Clermont-Foot, ihn wieder auszuleihen, diesmal an einen Verein in Österreich, nämlich den SC Austria Lustenau, der ebenfalls ein Kooperationspartner von Clermont-Foot ist. Im Westen von Österreich fühlte er sich gleichwohl, wurde zum Stammspieler und konnte dann auch mit Lustenau die Meisterschaft der zweiten österreichischen Liga feiern. In 29 Spielen schaffte er es, 15 Tore zu erzielen und 12 Assists beizusteuern. Deswegen wurde er auch verdient zum besten Spieler der zweiten Liga gewählt. Diese Entwicklung gefiel den Verantwortlichen von Clermont-Foot so gut, dass sie sich entschieden, dass sie ihn in den Kader der Liga-Mannschaft packen. Und dies war die richtige Entscheidung, wenn man sich die Statistiken der bisherigen 8 Saisonspiele anschaut. Denn in 8 Spielen stand er jedes Mal in der Startelf, konnte 3 Tore erzielen und steuerte einen Assist bei. In dieser Zeit schaffte er es nicht nur, sich in einer der Top 5 Ligen Europas als Stammspieler zu etablieren, sondern er empfahl sich auch somit für die österreichische A-Nationalmannschaft. Warum wurde Mohamed Cham zum A-Nationalteam für die Spiele gegen Frankreich und Kroatien einberufen? In den ersten 8 Ligaspielen, wie ich es bereits vorhin gesagt habe, hat er es geschafft, mit seiner technischen Versiertheit und mit seiner Sprintgeschwindigkeit Ralf Rangnick von sich zu überzeugen. Solche Tempodribbler, wie man es im Fachjargon sagt,
hat die österreichische Nationalmannschaft leider nicht zu haufen. Und dies ist sehr gut, dass Ralf Rangnick sich entschieden hat, ihn einzuberufen. Denn aufgrund seines Tempodribblings kann er es schaffen, zwei oder drei Spieler stehen zu lassen. Gelingt ihm dies öfter, so kann er es schaffen, die Verteidigungsketten der gegnerischen Mannschaft aufzureißen. Es entstehen Räume, wo er dann reinsprinten kann oder wo er dann andere Mitspieler in Aktion setzen kann, die vielleicht dann darauf das Tor schießen. Somit ist ein Tempo-Dribbler für die österreichische Nationalmannschaft wie Mohamed Cham eigentlich nur was Gutes. Und vielleicht schafft er es auch in den nächsten paar Spielen, falls er die Chance bekommen sollte, dies unter Beweis zu stellen. Auch wenn er jetzt nicht gegen Frankreich und Kroatien zum Einsatz kommt, so sind wir sicher, dass wenn er sich weiter so gut bei Clermont-Foux entwickelt, dass er im Laufe der nächsten Monate das Debüt im österreichischen Nationaldress feiern darf. So, liebe FKÖ-Fans, das war es auch schon wieder mit Folge 32 hier vom Kanal Fußballgeschichten Österreich. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch hier und sagt uns bitte eure Meinung zu dieser Folge unterhalb dieses Videos in die Kommentarbox. Wie steht ihr zu Mohamed Cham? Wie fandet ihr diese Folge? Lasst es uns bitte wissen. Wir freuen uns über jeden einzelnen Kommentar. So, das war's jetzt von der Folge 32 und ich bitte euch noch zuletzt, unseren Kanal zu abonnieren. Das macht ihr, indem ihr mit der Maus unterhalb meines Kinn auf das Logo geht. Rechts von dem Logo erscheint dann der Abonnieren-Button. Bitte klickt drauf und auch auf die Glocke daneben, dann wisst ihr sofort Bescheid, wenn wir ein neues Video hochladen. Das war es jetzt endgültig mit dieser Folge und ich wünsche euch wie immer, bleibt gesund, aber auch am Ball. Ciao.